Die Beerdigung für Christine Kaufmann ist eigentlich für den 10. Mai angesetzt. Doch dieser Termin kann nicht eingehalten werden. Der Grund, es fehlen wichtige Dokumente, damit die Sterbeurkunde ausgestellt werden kann, erklärt Kaufmanns Tochter Allegra Curtis der Bild am Sonntag. Denn für eine Beisetzung muss der letzte Familienstand der Toten beurkundet werden. Doch die erforderlichen Dokumente dafür sind offenbar nicht auffindbar. Sowohl die Heirats- als auch die Scheidungspapiere von Kaufmanns letztem Ehemann Klaus Zey dürften verschwunden sein. Die Schauspielerin und der Zeichner sind von 1997 bis 2011 verheiratet. In Kaufmanns Familie herrscht unterdessen Uneinigkeit über die Rahmenbedingungen der Beerdigung. Während ihrem Bruder Hans Günther eine Trauerfeier im engsten Familienkreis vorschwebt, will Tochter Allegra eine öffentliche Beisetzung. So könnten auch Freunde und Fans von der großen Schauspielerin Abschied nehmen. Eine Entscheidung ist laut Allegra noch nicht gefallen. Auch der Ort für die Beerdigung ist noch ungewiss. Kaufmanns Enkeltochter Dido wäre es am liebsten, wenn die Urne ihrer Großmutter in Frankreich neben dem Grab ihrer französischen Mutter beigesetzt wird. Ihrer Meinung nach sei Kaufmann in Deutschland nie ausreichend gewürdigt worden. Wann die Beisetzung letztendlich stattfinden wird, ist noch ungewiss.